Brennende Gefilde. Hammer, ja. Hammer, ja. Warte doch. Immer muss er vorstürmen. Schalter! Alter! Macht doch noch nichts, Mann. Ja, das ist was, kann so man denn raus, was kann man denn da raus machen? Dui, Suid. Hier oben sind auch noch welche. Ah. Oh. Suizid, was? QTER. Was haben wir da? Dass wir überhaupt einen Auftrag haben. Warte, ich guck mal hier meine Büchersammlung an. Dungeon Inside the Mountain. Nee, das ist nicht das. Quest, das ist auch nicht, oder? Nee, Riddle. Doch. Riddle. I'm not a hostile. But I can't be tamed, Aiden. I'm not fly high. I just lurk around like a beaver. There's a small island nearby the watchtower. On top of it, get me the eye of Velociraptor and I'll pay you. Get inside the tower, you'll need to solve this riddle. And to stuff. Ach so, wir müssen dieses Tier rausfinden, glaube ich. I'm not hostile. Hostile heißt doch Geisel, ne? Keine Ahnung. But I can't be tamed either. Und ich kann nicht getamed werden. Ich kann. I don't fly high. I just lurk around like a beaver. Was heißt denn lurk around? Marvin? Keine Ahnung. Beaver heißt, glaube ich, Biber, soweit ich weiß. Ein Believer. Oh, was könnte das für ein Tier sein? Sief, Digga. Mit Q glaube ich nicht, also ein Tier mit Q. Rätsel. Was haben wir denn hier so? Also der erste Satz bedeutet, ich bin nicht feindlich, aber ich kann nicht gezähmt werden, glaube ich. I don't fly high. Kann nicht hochfliegen. Pinguin. Was ist denn das mit... Ich weiß es nicht. Lurk heißt lauern. Und im Satz? Und was heißt das im Satzzusammenhang? Ich lauer wie ein Biber. Just look like a beaver. Ist das ein Gedicht, Alter? T-E-R. Da unten I. Was lauert denn wie ein Biber? Nee, keine Ahnung. Lauert ein Biber überhaupt? Macht doch keinen Sinn hier. Machen wir mal das und das vielleicht und das.
bisschen an deinen Schaltern spielen. Auf die Knöpfe drücken. Was könnte das denn sein? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Auch nicht. Mann, wer denkt sich denn sowas aus? Ich mag die Map nicht mehr. Also ich finde hier auch kein Tier irgendwie daraus aus diesen Buchstaben. Das ist ja auch Englisch dann. In diesem Zusammenhang. Ob es ein richtiges Tier ist oder eins aus Minecraft? Ich wüsste es, wenn es hier ein P geben würde, aber es gibt es nicht. Pick. Ja, dann wäre es beide, aber da würde es genau passen hier. Aber es gibt kein P. Zombie Pick. Was haben wir denn für Tiere in Minecraft? Ich bin nicht feindlich, kann aber nicht gezähmt werden. Ich fliege nicht hoch. Hier. Wie heißen diese Tintenfische? Quing. Was? Hier Tintenfische. In Minecraft gibt es. Was war das vorhin für ein Buch mit mit den ganzen Wörtern? Oink. Ja. Oh, ach so, Oink. Aber Tintenfische, wie heißen Tintenfische denn? Oder Kraken? Good words. Los, guck mal nach in Minecraft. Nein, nee, das ist sch nein, es geht nicht. Wieso Doch, guck doch einfach. fliegen sie nicht hoch? Das ist doch Quatsch. Ja, sie können nicht fliegen. Sie fliegen aber nicht hoch. Ja, sie fliegen nicht hoch, also können sie nicht fliegen. Guck da einfach nach, was Tintenfische heißt. Guck ich halt Squidward, ich weiß es doch. Hätte ja Chicken gesagt, also. Das kann ja auch nicht hochfliegen. Chicken. Chicken. Ich schaue jetzt einfach mal auf der Minecraft-Seite nach. Gut, habe ich jetzt eingegeben, aber gibt's jetzt. Ach Mann, was gibt's denn? I don't know. Warte mal, falls jetzt hier öffne das mal hier, sodass die alles lesen können. Ja, das ist. Da. Aha. So, hast du das Buch mal geöffnet? Ja, es ist hier. Dann zeig nochmal bitte die ganzen Buchstaben. Ja, und ihr könnt ja vielleicht mal, wenn es euch einfällt, was in die Kommentare schreiben.
Wir wissen es jetzt nicht mehr und müssen jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Ja. Also, falls hier jemand sieht und sofort weiß oder diese Map schon mal gemacht hat, wer weiß, einfach mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht könnt ihr uns da helfen. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.